Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Grounded. Wie besprochen in der vergangenen Folge, bin ich zurück im Teichlabor. Erstmal richtig hinsetzen und den Frosch aus dem Hals kriegen. Ja, wir wollen hier weitermachen. Ich habe Max soweit vorbereitet, ich habe diesmal was zu essen dabei. Und wir müssen nochmal zurück in diesen einen Raum. Das war ja der einzige Weg, der irgendwie machbar war, ne? Und zwar da, wo wir hier, genau, da hinten auf der linken Seite. Wo wir quasi runtergekommen sind durchs Wasser. Hier war das, meine ich. Genau. Und hier ging es ja da runter. Und hier muss es doch irgendwo weitergehen, oder? Ja, natürlich. Und langsam, langsam, Max. Wir stecken fest. Ja, probier's mal so rum. Aha. Hier kommen wir raus. Ich bin jetzt ein bisschen zügiger unterwegs, Leute, weil ich ja ne... Nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, shit. Okay. Wo müssen wir denn lang? Da müssen wir lang. Shit. Ich muss hier irgendwie wieder raus. Da ging's nicht. Wo ging's denn jetzt hier hoch? Oh Gott, ich ertrink hier. Ich seh's schon. Ich gehe hier drauf. Das ist halt auch einfach nicht dafür gemacht. Da ist eine Spinne. Tschüss, Spinne. Ich guck mal, ob ich hier hochkomme. Oh, das war aber auch wieder sauknapp, Alter. That was refreshing. So, erstmal zwei Smoothies. Und dann gucken wir mal hier weiter. Ach, jetzt sind wir hier in dem Raum. Guck mal. Neu starten. Starte den Computer im Biodom neu. Jetzt ist die Frage, wo... Oh, hier haben wir was zu essen. Wären wir nur mal weitergefahren, ne? Prominent Practical Technologies, Dr. Wendell Tolley, Science Division, Log 88.06.23a. Finally, my genius is recognized. My Omnit Minders have requested a demonstration of the spacer. I do wonder how they even found out about it. No doubt it was the loose lips of that blabbing Klein. But perhaps his indiscretion has worked in my favor in this instance, and I will have the last laugh. Once Omnit sees what I've accomplished here, I will prove that their many years of investment in me was not a mistake. How it will feel to have them watch me in my moment of triumph. This is what I've been working toward my entire career. Recognition at last. Irgendwas scheint jetzt gerade mit dem Sound nicht zu stimmen. Hört ihr das? Oder ist das bei mir? Nö. Der Rest vom Sound funktioniert hier. Oh, da ist immer einer. Oh, das war knapp, Alter. Wo kommen die denn auf einmal alle her? Irgendwo scheint hier ein Soundbug zu sein, ne? Ihr hört's. Man hört auch keine Schritte mehr. Wo kommen die denn jetzt alle her? Junge. Wahrscheinlich hier durch, ne? Wo man nicht durchkam, Maya. Ich kam jetzt hier. Oh, habt ihr das gesehen? Hier sind Fußabdrücke. Guck mal. Wenn man genau hinguckt, hier. Sieht man Fußabdrücke. Hier gibt es noch Müsli-Riegel. Und da sind noch welche. Zack. Ich glaube, ich werde aber dann mal schnell das Game neu starten, Leute. Ne, das mache ich, bevor wir da reingehen. Weil irgendwie ist jetzt, seit wir hier drin sind, ist da ein Soundbug. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen kurzer Cut für euch und ich starte das Spiel neu und dann bin ich gleich wieder da. So Leute, neu geladen. Jetzt sollte alles wieder laufen. Man hört auch die Musik. Ja, man hört auch die Türen. Alles wieder gut. Ich mache ein bisschen höher. What you got now? Wow. Oh, hey Boy. Yeah. Klappt nicht immer so, ne? Wie man das gerne hätte. Wow, Leute, guckt mal. Da muss ich mal einen schönen Screenshot machen. Für ein schickes Thumbnail, oder? Würde ich schon sagen.
So, was ist denn hier? Da ist pure Wissenschaft drin. Ich sehe es doch. Kann es riechen. Analysieren. Wir haben leider nichts dabei zum Analysieren. Okay, wir gucken uns erstmal hier ein bisschen. Wir müssen den Biocomputer neu starten, ne? Ne, den Computer im Biodom. Ist das hier nicht der Biodom? Guck mal, es sieht auf jeden Fall aus wie ein Dom. Ist das der? Krasser Shit. Das haben sie echt gut gemacht, ne? Also ich finde es schon. Das Spiel ist richtig schön gemacht. Komm, wir gehen mal da hoch. Und es ist ja immer noch in der Early Access, ne? Das heißt, da kommt noch ein bisschen was Muskelspross. Smoothie. Oder kann man Smoothies mitmachen? Dann nehmen wir die doch mit. Muskelspross. Ah, da muss ich auch mal gucken, ne? Die Smoothie-Rezepte. Da werde ich dann aber mal ein bisschen rumprobieren. Oder ich gucke tatsächlich mal irgendwo im Internet. Die nehmen wir alle mit. Ich weiß ja nicht, die habe ich ja noch nirgends gesehen. Irgendeinen Smoothie kann man damit machen. Ich hätte auch mal gucken können. Da, haben wir alle. Ob man nicht einen Smoothie machen kann, um länger unter Wasser zu bleiben. Das geht bestimmt. Burgelchip-Teich. Cool. Tastenhämmern. Was passiert jetzt? Oh, Alter, eine Kuppel. Und coole Musik. Alter, das ist eine Kuppel, guck mal. Das ist eine Teichkuppel. Wie viel Uhr haben wir denn? Ah, 22 Uhr schon wieder. Hier auf dem Bildschirm. Naja, guck mal. Das ist schon gut gemacht, ey. Super, Leute. Dann haben wir das Teichlabor quasi schon. Also die Aufgaben sind erfüllt. Die Aufgaben sind erfüllt. Wir gucken aber jetzt hier trotzdem mal weiter noch. Ja, dann kommen wir hier runter. Hier geht's wohin? Wir gucken erstmal, ob es da oben noch eine andere Tür gibt, bevor wir da reinspringen. Das ist die Tür, wo wir herkamen. Ne, tatsächlich, gibt nur die. Ah, wir können jetzt auch mal gucken, ob wir diese Teile da eben analysieren können. Wieder Muskelspross, ungültiges Objekt. Leider nicht. Ja, okay, dann müssen wir ja den Weg gehen. Dann bleibt ja da nichts mehr. Was ist denn hier, wenn ich da drauf drücke? Nix. Okay, da ist eine Kassette. Prominent Practical Technologies, Dr. Wendell Tully, Science Division, Log 88.07.01. First test demonstration of the spacer, Director Hubert Picon in attendance. Ach was, und hier fliegen wir jetzt dann direkt raus, oder was? Ach, wie gut, guck mal. Ach, wie gut. Jetzt haben wir schon wieder diesen Soundbug, wahrscheinlich, weil wir unter Wasser sind, ne? Da ist die Kuppel. Das war das Teil, was wir vorhin gesehen haben. Aber wo kamen wir denn da jetzt raus? Da, aus dieser Lücke. Oh, super, dann können wir jetzt hier jedes Mal rein. Ah ja? Ey, klasse, Leute, dann lasst uns jetzt mal... Ich gehe jetzt nochmal Luft holen. Und dann holen wir uns da jetzt nochmal... ein bisschen Knochen, die wir brauchen. Voll gut, guck mal. Ist das die Frage? Hier haben wir Ton. Wir bräuchten halt diese Knochen. Gibt's die hier? Eine Möglichkeit, ohne dass wir hier irgendwo angegriffen werden? Oder gibt's die nur weiter unten? Ich glaube fast, die gibt's nur weiter unten. So, und irgendwie ist jetzt schon wieder ein Soundbug. Ich weiß nicht, woran das liegt. Gut, Early Access, ne? Kann man verzeihen. Wartet mal. Wartet mal. Wir gehen jetzt nochmal hier. Och nee, geh weg. Geh weg. Ja, ist okay. Ich bin ja schon weg. Geh mir doch nicht auf den Sack jetzt hier. Ich will eigentlich dahin, wo der Schlauch ist. Oh fuck, Alter. Wo kommen die denn alle her? Hör doch auf.
Hör doch auf. Da hinten ist der leuchtende Kopf. Es ist immer so gut, wie man das sieht, ne? Aber ich glaube, wir sind... Nee. Das ist das Labor. Wir müssen... Komm, gib mir mal Luft. Schlauch, bitte. Bitte? Hallo? Alles klar. Vielleicht sollten wir halt auch schlafen. Geh weg. Geh weg. Lasst mich doch in Ruhe. Ich mach euch nichts, ihr macht mir nichts. Alles ist gut. Ich möchte nochmal da runter, wo der Schlauch nach unten geht. Genau, ich glaube, das ist hier, ne? Ja, genau. Weil da unten müsste es eigentlich diese Knochen geben, die ich suche. Und hier unten kriegen wir ja auch Luft. Und soweit ich das gesehen habe, sind hier unten nicht so wirklich viel Spinnen. Das ist super. Da ist ein Knochen. Ah, siehst du, da sind nämlich diese Keuschuppen. So, und die holen wir uns jetzt noch. Also. So. Was ich nicht aus den Augen verlieren darf, ist der Schlauch, dass ich da in Luft komme. Die Flossen sind so gut. Na, komm. Zack, perfekt. Da ist Thron, der interessiert uns. Da hinten ist eine Keuschuppe. Bräuchten halt diese Knochen, ne? Diese Knochen sind wichtig. Da ist noch eine Schuppe. Wir nehmen alles mit, was wir hier unten finden. Der Dino ist super. Der Dino ist super. Da wurde irgendwas angezeigt eben. Okay, lass mal zurück zum Schlauch. Was wir hier. Ich meine, so geht's auch, ne? Ohne den Helm. Natürlich mit dem Helm wäre es noch ein bisschen, aber den wollen wir uns ja eigentlich bauen. Mit dem Helm wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen entspannter. So, jetzt ist die Frage. Finde ich hier so eine Keuschuppe? Ich brauche aber eher die Knochen. Da ist eine Keuschuppe. Cool wäre es halt, wenn man aus Keuschuppen auch Knochen machen könnte, ne? Aber. Da ist noch eine. Oh, geil. Da hinten auch noch. Versunken. Oh, da sind viele. Oh, was ist denn da? Eine Schatztruhe? Guck mal! Eine Schatztruhe, Alter. Schlüssel war erforderlich. Ach, das ist schade. Das ist ja geil. Da ist noch ein Knochen. Okay, zurück zum... Da ist noch ein Knochen. Jetzt haben wir 6 Stück, die sollten reichen. Oh fuck, jetzt haben wir uns verschätzt. Kriegen wir, kommen wir da hin? Da kommen wir hin, ne? Ach, da kommen wir hin. Da kommen wir hin. Komm. Gib mir Luft. Yo. Super, okay, Leute. Lasst uns raus. So. Geh weg. Geh weg. Ich will nichts von euch. Da hinten ist der Koi. Oh nein. Shit. Wo sind wir denn? Was ist halt auch... Sackrabennacht, Alter. Scheiße, ich bin auf der falschen Seite rausgekommen vom Teich. So, pass mal auf, bevor du jetzt die ganze... Nimm das mal bitte auf die 6. Ja, das Licht ist ein bisschen angenehmer, finde ich. Wir sind auf der falschen Seite rausgekommen, könnte sein. Nennen Sie die Glühwürmchen. Seht ihr sie? Alles klar.
Ich wollte jetzt eigentlich fix zum Burgl. Da sind die Seerosen. Den müssten wir ja nur auf die andere Seite folgen, oder? Ja. So, pass mal auf. Wir müssen jetzt nicht mehr viel schwimmen. Setz das mal wieder auf. Nur für den Fall der Fälle, dass wir gerüstet sind. Und das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Okay. Und hier lang? Und jetzt sind wir eigentlich auf der richtigen Seite. Ich habe bloß keine Ahnung, wo. Max hat sich mal schön verfranst im Dunkeln. Supergeil. Na ja, gut, ich und meine Orientierung, ne? Ihr kennt's ja. Wer arg verfolgt, weiß, wie mein Orientierungssinn ist. Da kann sowas schon mal passieren. Wir laufen mal in die Richtung. Ich glaube, hier sind wir dann richtig beim Burgl, oder? Nein, sind wir nicht. Super. Alles klar. Hier sind wir da oben richtig beim Burgl. Hier ist das Labor. Perfekt. Perfekt. So. Passt mal auf. Wir müssen, was müssen wir noch machen? Schließe Markierung ab, Sprühflaschengipfel. Ich glaube, Leute, die Sprühflasche ist die Flasche, wo wir schon waren, wo wir diese infizierten Rüsselkäfer gemacht haben. Da werden wir nochmal hingehen, analysiere Bienenstachel, ist kein Problem. Ich habe nämlich gesehen, dass wir in unserer Kiste einen Bienenstachel haben. Und dann finde den Burgl-Chip Grabraub. Oh, hoppla, da muss ich natürlich mal gucken, wo wir da zu Hause sind. Wo dieser Grabraub, das könnte natürlich dieses Ameisending sein. Diese Ameisenhöhle. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube schon, ne? Also nicht der, wo wir in den vor 2, 3 Folgen drin waren, sondern der andere, wo wir immer hingelaufen sind. Ich glaube, ist da immer noch nichts raus. Was ist denn da los? Hier, essen wir was. I'm not picky. Ich glaube, da könnte das sein. Mit diesem Grabhügel. Aber wir machen jetzt mal erst die anderen zwei Sachen. Nee, ess doch erstmal die hier. So, und dann haben wir auf der 7. Mach die Fackel aus, es ist hell genug. Ach nee. Eben, die Fackel haben. Ich muss mir das mal anders organisieren hier. Ich drücke immer die falsche Taste. It's no lemon crime, but it's better than nothing. Alles klar. Okay, Leute. Boah, super. Dann haben wir den Teich abgeschlossen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir uns. Ich meine, da unten wird es ja noch das ein oder andere zu entdecken geben, ne? Ladybug. Guten Morgen. Na, Madame Butterfly? Wohin des Weges? Zart wie ein Schmetterling. Ach, guck mal, das kommt ja. Ja, wenn man es trifft. Falsche Richtung, Max. Schon wieder. Zack. Da haben wir noch was. Das können wir mitnehmen. Zack. Du läufst schon wieder in die falsche Richtung. Was ist denn los mit dir heute? So. Da sind wir zu Hause. Hervorragend. Okay. So, Leute, dann würde ich sagen, weil es jetzt ja schon hell ist, dann können wir jetzt tatsächlich noch. Ne, wir müssen schon da lang. Hier wächst dann alles wieder zu. Ich würde hier auch gerne noch ein paar Palisaden rumbauen, ne? Und unsere Base, aber. Die haben wir echt ein bisschen doof gewählt. Und ach ja, was ich euch auch zeigen wollte ist, guckt mal, die Sachen, die man farmt, die spawnen mit der Zeit, wenn man sie nicht verbaut. Das heißt, das kann ich gar nicht so machen. Ich muss entweder die Lager bauen oder ich muss halt farmen gehen und recht zügig dann anfangen, meine... ja, die Sachen zu bauen, ne, die ich haben wollte. Anders funktioniert es nicht. Ich dachte eigentlich, das bleibt dann ein bisschen da hängen, aber nö.
ist nicht so. So, pass mal auf. Hier hängen wir jetzt erstmal das noch auf. Und ein Wasserflohfleisch, den haben wir ja vorhin gekillt. Den können wir ja... Warum nicht? Hängen wir auch mal auf. So, pass mal auf. Das lassen wir jetzt hier. Das können wir einfach mal mitnehmen. Die Sachen. Ja, was wird das sein? Ne? Das ist eigentlich was Organisches, aber... Keine Ahnung was. Hier haben wir auch noch einen. Aber 30 Stück abgeholt. So, Keuschuppe. Das haben wir ja schon analysiert. Wo habe ich denn die anderen? Die habe ich hier. Und hier habe ich... Jetzt haben wir 7 von diesen Knochen. Und jetzt lasst mal schauen, was brauchen wir denn für diesen Blasenhelm. Er wird reichen. Da brauchen wir nur noch Seegras, dann haben wir es. Dann haben wir es. Dann hatten wir eine Schützenmütze. Okay, ja. Keuschuppenpanzer. Ja, die Frage ist halt, baue ich den wirklich? Ich würde mir den gern angucken, ja, aber ich denke, wir werden als erstes mal diesen Blasenhelm bauen. Damit wir den, ja, dann können wir ja immer noch in den Teich dann nochmal nach Keuschuppen und sowas tauchen gehen, haben wir dann länger Zeit für. Eine Sache möchte ich auch noch zeigen, die habe ich auch gemacht. Die muss ich euch mal zeigen bei Dunkeln. Ich habe hier mal die 2 Lampen fertig gebaut. Bin ich sehr gespannt, wie die aussehen. Ich habe sie selber auch noch nicht gesehen. Aber was ich jetzt gerne machen würde, wäre diesen Bienenstachel hier analysieren. Ich habe nämlich gesehen, wir haben einen. Und wisst ihr was? Wenn wir jetzt eh schon unterwegs sind, dann gehen wir auch nochmal auf dieses Sprühflaschending. Das machen wir jetzt, ziehen wir jetzt durch in einem, würde ich sagen. Dann können wir die nächste Folge da direkt starten. Da gehen wir jetzt heute nochmal analysieren. In der nächsten Folge machen wir dann den Sprühflaschengipfel. Allerdings muss ich gucken... Was kosten die Markierungen? Da werden wir ja wieder so ein Fähnchen hinstellen müssen, nehme ich an. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da war es nicht. Essenszubereitung. Werkstatt. Da. Ah, schwimmende Markierung für den Teich, ne? Da brauchen wir 2 Sprösslinge, 2 Pflanzenfasern, 2 Kleeblatt. 2... Kleeblatt, 2 Sprösslinge, 2 Pflanzenfasern. Alles klar. Ab dafür, Leute. Wir haben es doch. Ah, wir haben 8 Uhr, klar. Wir haben ja da drüben bei Burgle gepennt. Passt doch hervorragend. So, dann erstmal. Oh, nicht ins Feuer rennen. Fuck! Oh, fuck! Alter, die hat uns vergiftet, ne? Boah, jetzt latscht sie da vorne. Alter, bin ich eben erschrocken. Junge! Hey, da vorne latscht sie, guck mal. Das Mistvieh, ey. Boah. Ich eben erschrocken. Wir werden jetzt auch fast volle Lotte in die reingelatscht, ne? Hab die versucht, hier hochzukommen. Boah. Leute, was geht denn ab? Warum sind die jetzt direkt bei uns vor der Hütte? Was ist denn da los? Auf. Wo sind die jetzt? Da ist ein Ringkäferchen, pass auf. Hier ist irgendwo die Wolfsspinne on Tour. Ich weiß aber nicht wo. Wo ist denn die jetzt hin? Jetzt ist sie weg, ne? Alter, was ein Mistvieh. Ich wäre jetzt nämlich sonst aufs Dach mal und hätte versucht, die wirklich zu killen. Mit Pfeil und Bogen. Und so kommen wir ja schon mal aufs Dach. Jetzt ist sie weg. Ne, da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Mal auf, ich will das jetzt einfach nur mal versuchen. Okay, das klappt schon mal so nicht. Weiß halt auch nicht.
wie hoch die springen. Sehen. Shit. Steht sie da so komisch? Bis sie nicht mehr sehen. Das ist doof. Wo sind die jetzt? Shit, wo ist denn die? Jetzt hat die sich da so komisch hingestellt, dass ich die von hier oben nicht krieg, ne? Jeder weg, Alter, das ist mein. Biene, kannst du mir mal helfen? Da unten ist ein Wolfsspiel. Geh die mal stechen. Tu mir den Gefallen mal. Geh die mal stechen. Machst du nicht, ne? Ja. Da steht sie. Ah, shit. Wenn ich einen Schritt nach vorne mache, sind wir tot. Die treffen wir nicht. Ach shit, Mann. Guck, die steht jetzt da tatsächlich so blöd, dass ich die nicht treffe. Darf das wahr sein? Jetzt da so reingestellt. Komm mal da raus, Mann. Geh mal da weg. Die macht uns auch die ganze Butze kaputt. Guck mal. Guck mal, die macht uns die ganze Butze kaputt. Ist klar. Ja, verdünnisier dich. Geh weg. Das ist mein Revier. Wenn die sich anders festgepackt hätte, hätten wir sie bekommen, ne? Ja komm, die geht jetzt da nicht weg. Guck mal, die rennt jetzt die ganze Zeit da unten rum. Bei dem Marienkäfer macht sie gar nichts, ne? Ja, jetzt geht's aber. Scheint auf jeden Fall so. Okay, Leute. Da hat's wohl unseren Plan nicht so funktioniert, was ich jetzt noch vorhatte. Der liegt da drin. Bisschen Augen auf. Boah, Alter, guck mal, die haben uns hier unten alles zusammengerissen. Boah, die hat uns alles zusammengerissen hier unten. Ja, hallo Ameise. Kannst du gucken, was die Spinne gemacht hat. Alles kaputt hat sie gemacht. Das müssen wir natürlich erst... Hey there, buddy. Alles zusammengerissen, ey. Naja, okay, komm. Leute, das repariere ich. Mache ich zwischen den Folgen. Lass mal sehen, Alter. Wenn die richtig aggro ist, ne? Dann reißt die alles zusammen. So, jetzt ist da vorne die Frage. Ist das jetzt die Wolfsspinne oder ist das wieder... Oh, gut. Alles klar. Komm, wir gehen jetzt noch analysieren. Das ist jetzt ein bisschen schräg gelaufen, ne? So wollte ich das eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich, dass es anders läuft, aber... Ich nehme auf dem Weg zurück dann schon mal Baumaterialien ein bisschen mit, dann repariere ich das uns gleich. Dann sollte es ja wieder wie neu aussehen. Aber ich möchte jetzt noch wenigstens den Bienenstachel da oben analysieren mit euch gemeinsam, dass wir dann in der nächsten Folge den Sprühflaschengipfel noch angehen können. Also ich denke mal, dass es das ist. So, Achtung, analysieren. Was kann man denn daraus eigentlich bauen? Eine ausgestopfte Biene. Sehr geil. Sehr geil. Alles klar, Leute. Also, analysiere Bienenstachel ist abgeschlossen. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns morgen wieder, dann geht's zum Sprühflaschengipfel. Ich repariere mal fix unsere Base, dass das auch gemacht ist, ne? Also, wir sehen uns, wenn ihr mögt, morgen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.